Hallo, guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ist Dienstag, heute ist Vögeltag. Ich habe hier nochmal den Fehldruck hier an, das ist ein Fehldruck gewesen, den durften wir so jetzt behalten hier. Ist aber 4XL der hier, ne? Der ist so schwach gewesen da, den brauchen wir auch nicht bezahlen, der war ein Fehldruck, ein Unikat. Na, warte mal, guck mich so an hier, was ist mit dir, hä? Was willst du? Hä? Alter Hengst du. Hi, guten Tag. Wie geht's? Guten Tag. So, neues Jahr. Wir haben heute Neujahr. Jetzt ist gerade hier mal ein ruhiger Moment. Der Nachbar hat seine Musik hier ausgemacht an der Neujahrsparty. Pünktlich wie wir sind. Guten Rutsch habt ihr sicherlich gehabt. Und alles Gute, gutes Geschäft. Und vor allen Dingen Gesundheit im neuen Jahr. Was haben wir hier bei der Voliere neu? Leider keine Eier. Anna hat noch nicht jetzt gelegt. Anna hat also... Ja. Wir sind am Hoppel da, ne? Ist klar, ne? Aber sie will nicht legen, ne? Kommt ja. Nichts, ne? Keine Ahnung, du, ne? Ob es denn doch noch zu kalt ist da, ich weiß es nicht, ne? Kann ja sein, weil die Nächte sind noch ziemlich kalt, ne? Und... Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Temperatur. Abwarten. Ich kann es euch jetzt nicht sagen. Ich stecke da ja auch nicht drin. Dann. Also, hier sind dann keine Eier bei Anna. Bei den Nymphen sind die hier. Aber das machen wir dann mal gleich. Gell? Machen wir mal gleich. Und? Machst du meinen Hut kaputt? Also. Paul ist wieder weg. Den haben wir ja weggefahren. Das Video kommt morgen. Und wir sind jetzt hier wieder alleine da. Vögel haben es gut überstanden mit Poi. Ne? Hat alles gut geklappt, gell? Du alte Nase, du. Ne? Du alte Nase, du. Hat alles gut geklappt hier. Alle haben es gut überlebt hier. Alles war in Ordnung dann da. Ne? Ihr habt gesehen, wir machen schon ein bisschen wieder Schatten drüber hier. Ne? Weil, dann wird es wieder zu warm und zu viel Sonne auch dann da. Ne? Jetzt hast du schon ein bisschen mehr Schatten da drüber gemacht. Bringt vielleicht auch wieder ein bisschen was von der Temperatur dann dahin. Und wegen Wind auch vor allen Dingen. Ne? Wind ist kalt dann dahin. Im Isan trocken. Wir haben Trockenzeit. Kalter Wind. Mögen die Vögel ja auch nicht so atmen. Ist auch klar. Ne? Wenn es hier dann da so durchbläst. Da, ne? Aber probieren mal so dann. So, würde ich mal sagen, ich schwenke jetzt hier mal rum. So, du hier, du alter Hengst. Ja. Wie geht's euch zwei? Tommy oder Arami? Tommy. Und Arabella? Arami. Das ist Arami. Arami, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ha? Ha? Nase. Wie bitte? Nase juckt. Wieso juckt deine Nase? Darf doch gar nicht, oder? Darf doch gar nicht hier. Ja. Cookie, was machst du? Rumklettern. Schön, also alle vier. Ha? Hallo, Swadika, guten Tag. Dich hätte ich ja jetzt wieder fast vergessen hier. Ach, die Vogelmama hier natürlich. Alexander und Anna. Die Leute darf man nicht in meinen Käfig, oder? Komm gleich. Romeo! Sawadika! Schmecken dir die Bananen? Da. Guck mal da. Langsam. Darf man nicht. Die zwei, ja. Ja. Die und die hier also, die sind die im Bett. Darf man nicht im Käfig. Die zwei, ja. Eigentlich hätten wir jetzt ja erwartet, dass da was kommt, ne? Aber es kommt nichts. Käfig, Nistkasten wird verteidigt, ja, das ist klar. Aber jetzt nicht da, dass dann hier Eier sind, ne? Was machst du hier? Was machst du wieder hier? Hm? Ich habe heute nichts da fressen dabei. Keine Bohnen dabei für dich heute. Keine Bohnen. Hab nichts da. Außer meine Uhr. Ja, hat keine Bohnen. Außer meine Uhr habe ich hier. Du Uhrzerstörer, du. Hm? Julia.
Ja, also. Da hocken sie dann drin. Und? Wir geben Zeit, gell? Wir geben Zeit. Kannst du eh nichts machen. Also, Futter ist alles hier auch da. Auch hier der Sepia-Schalen hier, ne? Alles das, was sie haben, da zum Kalke aufbauen, ne? Das, was sie haben müssen. Ist ja alles da. Wenn aber nichts kommt, ja, steck's nicht drin, ne? Dann hab ich schon wieder da. Beiß mir nicht in die Nase, du. Und die zwei? Ja. Ja. Otto, dem Anna. Ja. Auch so, ne? Auch noch nichts. Warte dich hier. Cindy und Bert. Ja? Julia? Aber nicht ins Ohr beißen, das sag ich dir, gell? Das mag ich ja überhaupt nicht. Ne? Mu kam unten. Ja. Die hinten, also. Weil sie hat ja. Sie hat ja wirklich. Also, da kannst du Zange nehmen. Wenn die da mal reinbeißt, den Finger, du Elli. Das tut richtig weh. Hier, Cookie. So. Cookie! Ja. Ja. Cookie nicht kassiert. Cookie kann nicht touchen. Ja. Normalerweise nicht, darf man nicht, ja. Wenn hat sie also dann sie fliegt. Ne? Ja. Ja, fliegen kann sie auch nicht. Ne? Nee, sie hat, ja. Hat Angriff. Dann haut sie ab, ne? Ja. So, was mit dir, Donald? Ja? Donald, was macht die Liebe? Hm? Was macht die Liebe? Du bist ein Feiner. Du bist ein ganz schöner da. Glänzt wie Specksparte da. Ja. So, Daisy? War nicht gesehen. Nein, da wird. Dede Kap. Dede Kap, Dede ist einer. War nicht gesehen. Wo ist denn Daisy hier? Daisy, Daisy. Ah, da oben, da. Daisy. Leonard, bist du da? Hallo, bist du da? Nein. Nein. Ah, nebendran ist er jetzt. Ach was. Da bist du jetzt nebendran. Wieso ist doch gar nicht dein Hause hier? Nein. Ja. Ist doch gar nicht dein Hause hier. Du bist sonst im anderen Haus. Tommy Kat. Sawadee Kat. Jetzt kommt er mal raus. Gucken wir. Leonard. Bist du schüchtern heute oder was? Ist es zu kalt? Nee, dann kann nicht sein, oder? Was gibt's? Banane? Frisch aus dem Garten. Sehr schön, sehr schön. Dann? Und dann? Hier, guck mal. Ups. Er will heute gar nicht raus, du. Weiß ich nicht, und dann gefällt es ihm ganz gut da drin, oder was? Und warten wir mal auf die Eier, ne? Ja, die sind ja eh noch viel zu jung, ne? Das geht ja erst mit 3 Jahren los hier. Mit denen da. Das Live war auch gut, ne? Am Samstag wieder? Ja, ne? War schön. Schön sauberes Bild. Ja, ne? Passt, ne? Hat gepasst. Und ihr wart schön sprechfreudig. Sag halt jetzt, wenn die Kamera nicht da ist, dann, ne? Weißt du, dann schwätzen sie. Ne? Wenn aber hier drin steht, dann wollen sie gar nicht schwätzen. Ne? Dann müssen wir immer im Live gucken, wie die schön schwätzen können. Und du auch hier.
Ja. Guten. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken hier. Ah, da kommt sie wieder. Da kommt sie wieder hier. Gut, gehen wir weiter. Ja, ja. Wie du sagst. Mama. Was machen dein Ständerli? Oh, schön, schön, schön. Immer mehr Orchideen dran. Schön. So. Stimmung. Wie geht's? Tja, hier waren ja 4 Eier. Hier sind immer noch 4 Eier. Und kommt nichts. Oder Luft. Oder Lufteier. Nichts drin. Mm. Das ist natürlich auch möglich, weil von der Zeit her ist es jetzt eigentlich rum. Ne? Ist jetzt rum. Das von der Zeit ist jetzt wirklich überschritten. Die brüten 3 Wochen und das ist jetzt ja schon vorbei. Wir sind ja vorm Urlaub hatten sie ja schon Eier. Ne? Und das ist jetzt drüber weg. Na gut, dann gucken wir mal. Nee. Hat's auch. Ja, guck hier. Ne? Da liegt ein Ei, da liegt eins, da hinten liegen 2. Das ist kein Nest mehr. Ne? Das ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, die können raus, oder? Die können wir wegnehmen. Nee, ich glaube, wir müssen die jetzt rausnehmen und dann machen sie jetzt neue. Weil dann nämlich wissen sie, okay, jetzt sind die Eier weg, das ist jetzt nichts geworden. Wir machen neue Eier. Ich glaube, liegen lassen bringt jetzt nichts mehr. Das ist jetzt rum. Wir haben auch alles hier da, weißt du, wo das Zeug hier dafür, ne? Die Eier legen. Ist alles da, aber Luft im Sack. Das kennen wir doch irgendwo hier. Ach, hier der olle Flugschüler hier, da kommt er ja. Ja, du bist aber echt noch nicht richtig dabei, du hier. Hm? Flugschüler, du. So. Und Thomas seiner, wie geht's? Bitte. Hoppala. Bitte, Kat. Was macht die Liebe? Kommst bald zurück nach Thomas, hä? Ja, ne? Aha. Kommst du Papa, ne? Ja. Kommt er bald. Bin gerade schon am Batterieladen vom Auto. Vom Thomas sein Auto. Ja, Thomas! Na? Sawadika! Hoppala, hoppala, hoppala. So, so ist besser, gell? Hübscher Kerle. Sawadika. Ganz schön. Sawadika. Oh, ganz schön. Ganz schön. Huna. Die Hunde sind so Hunde. Auch? Echt? Das machst du nicht, oder? Doch? Nicht. Hä? Ganschau! Ja, also. Dann war das hier nichts mit der Eier. Also Möglichkeit, entweder es war nichts drin, ne? Da steht da nicht, dass befruchtet worden sind. Oder sie hat nicht richtig gesessen oder ja. Brutkasten kaufen, wa? Kann man auch so machen, ne? Aber eigentlich wollte ich das ja nicht machen. Ich wollte eigentlich schon, dass die hier natürlich auch wachsen, ne? Ohne menschliche Hilfe. So ist eigentlich angedacht, ne? Ganz klar. Mm. So ist eigentlich von mir angedacht, dass sie das selber machen. Gell? Oder
Vielleicht sind die auch Handaufzucht und dass sie dann das gar nicht können. Ich weiß nicht. Man weiß es nicht. Gibt Zeit. Ich glaube, die kommen neue. Guck mal. Die bleiben im Käfig. Die zwei da oben. Ja. Mhm. Sehr. Ja, ist alles nicht so leicht, ne? So mit Nachzuchten da, das ist alles. Da steckst du nicht drin und da kannst du wenig daran machen da, ne? Und ist ja ein Schwarmvogel, ne? Ist ja auch klar, ne? Also die sind ja jetzt nicht, dass man die einzeln halten muss dann da wegen Eierlegerei. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ne? Ist ja ein Schwarmvogel, ne? Richtig? Ja. Ja. Tipp, tipp, tipp. Schön. Stimmung, Stimmung. Ella kommt. Ella kommt. Dann machen die gleich jetzt mal jetzt Alarm. Wenn ein Hund kommt, Alarm, Alarm. Ja, hast du noch Maiskolben gefunden? Ja. Haben wir keine mehr, wa? Was ist wieder los hier? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, weil vorne haben wir nämlich Küken, da haben wir wieder welche. So. Wenigstens etwas kommt hier an Nachwuchs, gell? So, wo seid ihr denn? Robert und Annalena, da hängen sie, hier, da hängen sie. Frau Fuß, beste Platz, die ruhigste Ecke, ruhigste Ecke. Ja, langweilig. Ganz ruhige Ecke hier und sind noch ganz ruhig die zwei, ehrlich du. Also die hörst du nicht, ne? Die machen jetzt gar keinen Krach, die zwei hier, absolut ruhig die zwei. Was passiert? Bruno und Sue. Nee, das ist Bruno und das ist Sue. Ja. So, richtig. Gell, Adolf? Richtig so? Was machen deine Babys? Oh, wo war's? Er hat Eier. Er hat Eier. Ja, er ist aber trotzdem der Vater, oder? Ja. Also, ja? So. Aber wir schweifen vom Thema ab. Ich glaube, diese. Diese hier, ah ja, das ist... Stimmung! Sperlingspapageien. Da ist Bernd. Komm her, wo ist er denn jetzt hier? Bianca sitzt. Moment. Oder hat gesehen? Die Orgel schon geöffnet. Hey, guck mal. Ja. Zwei Stück, ne? Drei Stück Eier und zwei Stück die Babys. Ja. Bei denen ist ja so, die kommen ja nach der Reihenfolge vom Eierlegen. Ne? Also die sitzen jetzt nicht auf einmal, sondern. Da kann es gut sein, weil es, dass da ein Küken dann eine Woche später kommt oder so. Ne? Also von der größte Unterschied ist das dann auch sehr Fütterungsverhalten da und vom Fressen da. Der ist ja eines der viel größer, viel, viel stärker. Der macht ja viel natürlich seinen Schnabel auf dann und dann gibt es da rein. Und die Kleinen, die dann später kommen, werden dann manchmal auch gar nicht gefüttert. Dann. Ist ein bisschen blöd, dass sie nicht auf einmal kommen, ne? Aber ist von der Natur bei denen so, jetzt kann man nichts machen. Ne? Aber gut, zwei Stück haben wir jetzt und mal gucken, was da noch kommt. Nur dann haben wir wieder, wohin damit, ne, mit denen? Wohin damit wieder, ne, weil die sind ja auch nicht so friedlich da wie die Nymphensittiche, ne. Die sind ja ganz anders, siehst du ja hier schon bei den Vieren dann da, ne. Und einzelne Paarhaltung machen ist auch blöd, ne. Ja gut, aber dann kriegen wir schon verkauft oder weiter dann, ne, mal gucken. Also, weiter geht's.
So, 5 kleine Racker. George und Joy, Richie und Rosie und wer ist jetzt alleine hier? Bernd. Bernd, bist alleine hier? Ach, kann doch nicht sein. So, ne? Einer ist gestorben von denen da. Einer tot. Alleine. So, misslich, oder? Naja, bist ja nicht ganz alleine, gell? Bist ja nicht ganz alleine. Hast ja noch ein paar andere hier. Ne? Das hat komm live in. Oh. Ach so, wenn der Markt wieder ist. Ja. Wann ist wieder Markt? Weiß ich nicht, aber wir haben das in der Gazette mal vom Panko und dann ja. Wenn er kommt, ne? Ja, gut, wir werden schon. Aber das kann ich fragen. Wir werden schon noch wieder einen finden hier, ne? Wie viel kommst du hier, oder? Ja. Ist schon an. Ja. Kommt nicht immer, ne? Nee. Der kommt nicht immer, ne? Nee, nee. Komm zu mir auch nicht. Ist egal, echt? Das macht der Hut aus, Braun. Das macht der Hut. Den mögen alle Vögel gern. Du musst dir auch mal so einen Hut anschaffen. Nee. Mhm. Schön verschwitzen. Guck mal, jeder ist in Ganscha. Beide, Lena. Ganscha gibt's wieder. Ganscha Party. Ganscha Party. Lava, wir gehen doch auch. Ja, komm her. Oder gibt's noch einen Hut? Oder? Ja? Noch eine. Oder mit die Uhr? Die Uhr ist immer gut, gell? Die Uhr ist gut. Schön, die Farbe und Sonne kommen. เนี่ยไปกวนเขาDas muss wirklich lecker sein, das Zeug, du echt, Alter. Ja. Die Futter, die Lot auch so. Ja. Wieder. Ja. Ja, ja. Ihr nehmt das ja. Was war jetzt los? Keine Ahnung. Was war jetzt denn? Aber ich bin schon da. Das haben Sie erschrocken, da irgendwas war. In der Tüte kann er nicht, oder? Da hocken sie wieder, da hocken sie wieder. Noch mehr Ganscha. Hol dir die Gan. Gib mir Kiss anfangen. Nein. Du musst die Ganscha auf die Nase kleben hier, dann kommen sie. Wenn es so warm wird, wenn die hier hat keine Angst. Dort und Joyner hat auch nicht. Oh, kann doch gar nicht, waren unsere Ersten. Adolf, wie wir bleiben da. Der Hut macht's aus, Freund. Das ist der Hut. Adolf.
So geht's. Komm. Hat er gebeißt? Hat er gebeißt? Schön. Bleib stehen. Das passt. Das passt so. Gib mir hier. Gib mir hier. Nein. Nein. Das passt. Oh, meine Lien. Guck mal. Komm. Ben, komm. Er kommt gleich. Komm hier. Komm. Komm. Wenn ich mich jetzt ja. Ich sag ja, das ist der Hut. Der Verschwitzte. Den mögen die gern. Mein Schwitzhut hier. Mein Stinkhut hier. Wenn ich mich umdrehe, dann hauen sie alle ab hier wieder. Ja. Ja. Kacken auf meinen Kopf? Nein, nein. Mal Leo, Mappi. Bitte nicht auf meinen Kopf kacken. Schön. Beste Platz hier. Ja, hier. Beste Platz hier. Was guckst du mich so an hier? Ich kann ihn hier sehen. Erstmal ein bisschen schüchtern. Ja, jetzt hast du ihn geholt hier. Jetzt sind es wieder vier. Jetzt ist einer wieder hier. Ganz schön leer. Ganz schön leer. Das reicht ja auch. Wir werden nur ganz, ganz bekloppt im Kopf hier. Geht ja nicht. Nein, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Keine Sorge. Gib mir, gib. Ach. Immer die Knutscherei hier, gell? Das war dir auch zu viel mit der Knutscherei hier, oder? Ne? Dort in der Kanne. Gib mir, gib. Schön. Gut, dann würden wir sagen, mit diesen lieblichen Bildern werden wir uns heute verabschieden. Ich würde sagen, immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porno und die lustigen Vögel aus Thailand. Dienstags ist Vögeltag. Und tschüssle, ciao. Und tschüssle, ciao. Was ist? Ja gut, der kann fliegen, ja klar. Ja, aber ja. Die kleine Gobner. Ja. Mann, die dicke Gobner fallen. Ach was. Wenn du das schaffst. Also, ciao. Tschüss.